einer neuen Folge Tech Town zusammen mit dem Eiko. Yeah. Jetzt hab ich muss gleich mal eins kurz erklären, die spam uns gerade zu. Zander hat gerade gefragt, wer denn die Schweine gekillt hat, und ich habe einfach mal aus Gag ich geschrieben. Ich habe niemanden gekillt. Das war ein Witz. Wir hatten vor einer langen Zeit aufgenommen, und zwar ganz, ganz viel. Also eine ganz lange Zeit. Und wir haben ganz viele Folgen aufgenommen. Zwischendrin ist viel passiert. Es ist viel passiert. Weit weg und so. Ja, genau. Alle waren und dort und hier. Und ihr wisst schon Bescheid, wisst ihr? Und dann war ja auch noch hier bei uns in der Nähe Action. Also ich hatte sowieso die letzten Tage nicht so viel Freizeit, weil ich immer Sandschippen und Sandsäcke machen war und solche Sachen. Ach, sauft ihr ab oder was? Nee, bei uns nicht. Aber die ganzen Nachbarn, aber wir wohnen eigentlich perfekt. Also perfekt, das klingt doch wieder. Naja, auf jeden Fall passiert bei uns nichts. Aber die ganzen Nachbardörfer und so. Und da waren wir halt immer und haben immer mitgeholfen. Da war immer relativ viel zu tun. Auf jeden Fall haben wir seit langer Zeit jetzt mal wieder Aufnahme, und ich habe viele Nachrichten bekommen, viele Kommentare gelesen und so weiter. Ich habe versucht, ich bin jetzt, habe wieder alles vergessen, deswegen bin ich jetzt vor der Folge nochmal ein paar Kommentare durchgegangen und habe versucht, hier das mal ein bisschen zusammenzutragen, was wir mal noch machen sollten. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall mal in den Nether gehen sollen, um mal Toms Kiste. Da war irgendwann mal, ich kann mich noch entsinnen, ich hatte mit Tom irgendwann mal eine Folge, wo Tom im Nether gestorben ist und ich dort, weil ich es nicht transportieren konnte, alles in die Kiste gepackt habe. Jetzt ist noch die Frage, wie finde ich diese Kiste nachher wieder? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, das stimmt. Also dann müssen wir uns irgendwann mal eine Folge angucken, wo wir mal in den Nether gehen und da mal was suchen. Das ist aber nur eine Sache, nur damit ihr wisst, dass ihr es nicht mehr schreiben müsst. Also ich weiß jetzt davon und wir werden das bestimmt auch mal machen, aber nicht jetzt. Dann, was wir jetzt gleich mal machen könnten, wir sollen mal Wasser hier an der Leiter ran machen. Pass auf, entweder hier unten ein kleines Becken rein. Das fand ich immer blöd, weil man immer rausschwimmen sollte. Rausschwimmen muss. Ach so, hier unten, oder was? Genau, weil man runterfällt. Und deswegen hatte ich die Idee, wir bauen einfach hier oben ein Schild hin, oder hier ein Schild hin, auf und Kopfhöhe. Und dann Schluck Wasser dahin. Und dann oben drüber ein Schluck Wasser oder zwei Schlückchen Wasser. Und schon fällt man nicht mehr so hart. Also man müsste es da mal ausprobieren. Ich gehe mal hoch. Hast du alles hier, um das zu bauen? Ja, warte, ich mach das, okay, hab ich. Gut, dann flatter ich mal nach oben. Yeah, oh, das ist so lustig, dieses Teil. Zumal hier oben powert es ja gar nicht mehr. Also du kannst eigentlich, kannst nur von ganz unten bis ganz oben kommen. Anders geht's gar nicht, anders kommst du gar nicht bis, ganz oben hin. Hast du schon ein Schild da hingesetzt? Nee, ne? Nee, noch nicht. Das musst du mir schnell machen, so teuer ist es okay. Ja nicht. Okay, ja, no problem, I got this. Ah, wow. Ja, okay, so. Gut. So. Bauen wir uns ein Schild hier hin, und zwar dieses. Schreib was Lustiges drauf. Okay. Okay. Vor allem, was ich auch blöd finde, wir machen jetzt Wasser neben diesen unter Strom gesetzten, neben dieses unter Strom gesetzte Kabel, und nichts passiert. Versuch so, mal. Ich spring mal runter. Oh. What the... Einmal, das ist ja auch scheiße. Es hat nicht funktioniert, warum? Es hat nicht funktioniert. Eindeutig hat es nicht funktioniert. Mein Score liegt bei 2803. Ich weiß gar nicht, ob das hoch ist. Score? Achso. Your home bed was missing. Or obscure. Oh nee, ich hab nicht mal ein Zuhausebett. Ach stimmt, das haben wir ja abgebaut. Oh nee, ey. Ey, krass, ich spawn ja ganz nah bei dir. Ja, das ist quasi direkt neben dem... Ach ja, hier bist du ja. Ey, das ist ja... Achtung, hinter dir ist ein Creeper, pass auf! Wow! Alter! Ja. Das war mächtig knapp. Ah, und dann fällt mir jetzt gerade noch was ein, was wir auch machen sollen, was richtig cool ist, was richtig cool ist. Aber erstmal musst du den Creeper da umbringen. Ich trau mich nicht raus. Ey, aber mit dem Wasser, das kann nicht Sinn, dass es gar nichts bringt. Da müssen wir vielleicht zwei Wasserschichten machen. Okay, uncool. Und zwar, was wir auch noch machen sollten... Wir hatten ja das Problem hier oben, also wir machen mal noch einen Wassereimer drüber und dann probieren wir es einfach nochmal aus. Ich spring nochmal runter, ich pack mein Zeug mal in irgendeine Kiste. Warte, dann hol ich nochmal eben Wasser. Ich war eh nur Level 4, das stört mich jetzt nicht so sehr. Ich bin neulich bei Level 30 verreckt, das war uncool. Aber naja, was soll's. Ach, warte mal. Einfach noch einen da drüber. Yo, man. Ich setz mal zwei weiter drüber. Ja, aber nicht so, dass der obere Raum voll geflutet wird. Ah! Boah. Was ist denn jetzt los? Warum leftet und joint er die Game? So, hast du jetzt was schon drüber gelegt? Ja. Okay, ich probiere es wieder aus. Mhm. Oh ne, jetzt will ich ans Kabel gekommen. Ich muss einfach ganz hoch. Mann, nein! Vielleicht darf man nicht zu nah am Rohr sein. Naja, ja, ja, weil dann schleudert man sowieso zurück. Aber ich will. Ein Herz habe ich verloren. Aus dem obersten Stock.
Ohne Rüstung. Nee, mit Rüstung. Ich brauche ja, ich muss ja, ich brauche ja, ich darf ja nicht Rüstung haben. Na, obwohl, die Rüstung für die Schuhe brauche ich ja. Warte mal, ich probiere es gleich nochmal aus. Jo. Nein. So, jetzt ziehe ich mal die Rüstung aus vom Schuh. Und jetzt? Test. Oh, 1,5. Na, es geht ja. Na gut, also haben wir das schon mal sehr gut gelöst. Ja, siehste, wieder ein Problem gelöst. Wieder ein Problem gelöst. So, ein neues Problem, was auch noch angesprochen wurde, was wir hatten. Wir können ja, wir machen jetzt so eine Folge, wo wir erstmal alles, was wir in den letzten Folgen vermasselt hatten, erstmal wieder in Ordnung bringen. Und zwar hatten wir hier oben ja das Problem mit den Glasscheiben. Wisst ihr noch, mit der Tür, weil das ja alles so kacke aussah. Ja. Es gibt aber die Möglichkeit, dass ein Creeper steht und uns übelst in die Luft jagt. Fuck, und die gucken zu. Sweet Jesus. Und ihr guckt zu. Alter. Alter. Alter, Alter. Hat er da jetzt echt so ein Ding hingespawnt? Ich weiß nicht, ob der das da wirklich hingespawnt hat. Hat er das gespawnt? Hat der das gespawnt? Ja, vorher war ja keiner da, ne? Nee, aber. Ey, das ist voll uncool, ey. Wisst ihr, mit Haus im kaputt machen und so? Ja, vor allem, weil ja auch jetzt ein paar Items weg sind, wie ja. Das zum Beispiel. Ja, ich hab das alles aufgenommen, was rumlag. Ach so. Alter, es gab eine Regel. Haus ist nicht zerstörmachbar. Also, Haus ist... was heißt das? Grauzone? Schwarzzone? Verbotene Zone? Tabu. Tabu! Ah, ja, genau. Tabuzone. Richtig. Alter! Was ist eine Tabuzone? Pass auf, jetzt gebe ich dir erstmal deinen ganzen Stuff. Kannst du einfach so hinschmeißen, wenn ja, du... Ja, also jetzt muss ich mal rausfinden. Das war dein Schwert? Ah ja, hier. Leos Ikes Jetpack. Oh, cool, schon umgenannt. Leos Badpack. Leos Badpack. Ja, das wird dann noch mein Seins. Was hattest du noch? Ach hier, Iron Dust hattest du noch, einen Eimer hattest du noch. Rubber. Das sortierst du alles mal bitte rein. Ach so, aber die Wand sollst du nicht neu machen. Pass auf. Die Glaswand nicht neu machen, die wollen wir gerade neu machen. habt ihr Glas gegeben? Ja, okay, das ist auch gut. Hast du es in die Kiste geschmissen? Was? Das Zeug. Ach so, das habe ich dir vor die Füße geschmissen. Scheiße. Hast du es aufgenommen? What? Oder hat es jetzt Ike aufgenommen? Oh nee. Nee, Ike hat es ja leider nicht aufgenommen. Nee, ich habe schon einiges aufgenommen, aber ich habe halt dir gerade alles zugeschmissen eigentlich. Aber ich stand doch unten. Dann stand Ike vor mir. Kilian. Ja, es sind so viele Menschen hier. Ich bin total verwirrt. Ja, dann hat Kilian das wohl. Oh, wo ist Ike? Oh. Unten. Der Ike weint jetzt. Ja, ein bisschen. Scheiße, Kian. Oh, jetzt müssen wir so viel kommunizieren über diesen Chat, ey. Das kotzt mich gerade an. Kian, hast du Ikes Stuff zufällig? Das ist cool mit dem Wasser, das funktioniert gut. Also was ich überhaupt da oben jetzt machen wollte, man kann nämlich mit einer Säge, mit einer Handsaw, Scheiben, also Glas zerschneiden in dünne Scheiben. Und die kann man dann auch auf die vordere Seite von der Wand anbringen, sodass es bündig mit der Tür ist. Weißt du? Also ich versuch's nochmal. Ja, das wäre... Dass es halt auf der einen Seite des Blocks auch wirklich ist. Dazu müssen wir nur mal eine Handsaw herstellen, aber das ist eigentlich easy. Braucht man 3 Stöcke, 2 Eisen und... Zwei, was auch immer. Saphir. Iron Handsaw. Ja, genau. Näher Iron wäre jetzt viel zu low. Wir nehmen gleich eine Saphir Handsaw oder sowas. Soll ich eine machen? Ja, machst du eine? Ich mach eine. Und dann kannst du ein paar. Pass auf, dann machst du das da oben einfach. Und dann machst du das mal alles gut, Knut. Dann machst du halt einfach da die Scheiben raus und die neuen rein. Und diese Holzblöcke können wir ja dann auch wegmachen. Ey, aber es ist ja echt alles Fujikato, yeah. Ja, das ist ein bisschen... Ne? Ach Mann, die Leute sind unpassend. Alle so böse. Schlechter Moment gewesen. Ja. Zumal wir stehen gerade hier. Die passen wirklich gar nicht auf, du. Gar nicht. Aber hier ist ja auch ein Loch drin, ne? Ja, wie kann man denn auch einfach einen Pokémon-Kampf vor einem Haus ansetzen? Ey, so unwissend sind die. Die sind wirklich, so, da weiß doch jeder, dass das schief geht. Das geht einfach immer schief. Also wir brauchen auf jeden Fall noch eine Holztreppe. Habe ich eine? Oh, ich habe sogar eine. Randomly I have one Treppe.
Okay, so Eisen. Oakwood Stair. Dann brauchen wir noch viel mehr. Man meinte, wir bräuchten noch viel mehr Stromspeicher. Stromspeicher, weil die Badpacks so schnell voll sind und die Solar-Dinger gar nicht mehr weiterarbeiten können, weil die alle voll. Ja, alles ich voll. Ich hab mir letztens auch ein Badpack gebaut. Geil. Und jetzt soll das einfach gehen, dass man sein Jetpack damit aufladen kann? Nee, geht nicht. Ich hab's probiert. Also, ich hab das bei mir, hab ich zumindest. Also, weiß nicht, ob ich's mal gelesen. Vielleicht hat's auch jemand geschrieben, aber man liest ja auch nicht alle Fragen. Nö, das geht irgendwie nicht. Also, bei mir ist. Ja. Nee, das geht nicht. Also, man kann zwar einen Block abbauen, aber das lädt halt nicht auf. Ungünstig. Also, ich weiß, dass mit dem Mining-Drill so funktioniert. Das ist ja auch irgendwo logisch. Das ist genauso mit dem Nano selber. Man braucht den immer nur anmachen, dann ist er wieder voll. So, was wolltest du jetzt wegsägen? Nee, die Handsaw benutzt du nicht mit der Säge. Also nicht mit der. Ja, nicht als Handwerkstück, sondern ich gebe dir mal das Glas. Und du packst jetzt mal die Handsaw und das Glas in die Workbench hier rein. Aha. Übereinander, also unten Glas, oben drüber die Säge. Ja, ich hab. Und dann siehst du, dass da was rauskommt, oder? Glass Slab. Genau, dann nimmst du die ganzen Glass Slabs und packst sie wieder unter die Säge. Ach du, es wird immer mehr, das ist ätzend, aber ist okay. Und dann habe ich Glass Panels. Genau, und jetzt geht's noch eine Stufe kleiner, glaube ich. Dann habe ich Glass Covers. Mach mal ein paar Glass Covers und ein paar Glass Panels, damit wir gucken können, welches besser an die Tür ranpasst. Okay, ich habe jetzt hier ein Glass Cover in der Hand und ein paar Panels. Oh, Entschuldigung, habe ich dich wehgetan? Habe ich dir wehgetan? Ja, und dann soll ich die so hinsetzen wahrscheinlich. Ja, genau, pass auf. Jetzt müssen wir nur noch gucken, was haargenau so dick ist wie die. Oh. Whoopsie. Wie die Tür. Aber warte mal, das ist jetzt uncool. Ich mach jetzt einfach mal den hier, das sieht so ultra scheiße aus, aber ist egal. Ah, das ist ein bisschen doof. Die Covers sind ein bisschen dünner als eine Tür und die Panels sind ein bisschen breiter als eine Tür. Wirklich? Woher siehst du das? Ich kann die hier so ran. Ach, warte, ich geb dir das mal. Kannst du die auch so ranhalten? Ist ganz praktisch, da siehst du dann direkt, was wie so ist. Ach ja, stimmt, ja, gut, das kenne ich ja. Oh. Dann lass uns Covers nehmen, oder? Ich glaube, das kommt immer am nächsten. Ja, davon haben wir eh mehr, also nehmen ja. Wir die einfach. Ups. Ah ja, jetzt müssen wir das nur an die richtigen Blöcke legen. Das ist ja mal ätzend. Ja, du musst auch. Ah ne, jetzt habe ich den. Ach so. Ja gut, du musst es jetzt machen. Ich habe keins mehr. Ach so, und hier oben, das mache ich mal schnell weg. So. Aber schon sieht das doch viel besser aus. Wenn man jetzt noch Connected Textures hat, wenn man Optifine drin hat, habe ich nicht. Dann. Hab ich leider auch nicht. Ah, ich glaube, das würde dann noch kacke aussehen, ein bisschen, oder? Machst du noch oben hin? Warte. Und man meinte, wir sollten uns ein Project Table herstellen. Ich meine, ich halte nicht so viel davon. Also, oder vielleicht ist es auch nur daran, dass ich unwissend bin. Was macht so ein Ding denn? Naja, du kannst halt einfach. Wir könnten dann zum Beispiel zwei gleichzeitig craften. Die Sachen fallen nicht immer wieder aus dem Crafting-Teil raus, wenn man da rausgeht, sondern bleiben da drinnen. Und man hat einen kleinen Speicher noch da drinnen. In dem Crafting, in der Project Table. Oder ich kann eigentlich mal einen machen. Dann siehst du das nochmal genau. So okay. Teuer sind die, glaube ich. Okay, wollen wir dann die Steine hier noch. Ah ja, das machen wir mal eben. Wie lange hält eigentlich so eine Green Sapphire Pickaxe? Hält die länger als. Länger als Iron auf jeden Fall. Und als Diamant? Nein. Nein, okay. There you have a wrong thought. Information. Ja, also. Wrong information. Einen falschen Gedanken. Ah, da sagt man ja eigentlich Idea, wa? Und nicht Thought. Nicht wahr? Keine Ahnung, Englisch weiß ich nicht. Hab nur 1 minus. Ach so, nein, dann ist ja okay. Dann ist es ja vollkommen nachvollziehbar. Ich brauche ein bisschen Dschungelwood. Was willst du machen? Wir haben ja oben da diese. Die Wand da noch, die müssen wir noch ein bisschen zu Ende führen. Ach so, das wäre gut, ne? Aber die Frage ist, wenn ich das. Das geht aber auch nicht, weil wenn ich hier jetzt Dschungelwood und so hinhau. Ist das die Außenseite und dann sehen ja alle, das ist ja Dschungelwood an der Außenseite. Ja, das wird dann alle sehr beleidigen. Warte mal, weil das ja eigentlich eine Höhle ist und wir wollten das ja eigentlich so ein bisschen steinig lassen. So, ja. Jetzt hier guck mal, Project Table. Wait. Guck mal, jetzt kann ich hier Sachen reinpacken und du kannst auch reingucken. Siehst du da? Ich kann hier zaubern und du siehst auch, wie ich zaubere. Oh, und das Coole ist, wenn man jetzt hier ein Rezept reinlegt, pass auf, warte mal, ich zeig dir das mal. Ich muss mal eben wieder auf, ja. Ja, warte, ich zeig dir das mal, wenn ich das jetzt so mache, kann ich jetzt da draufklicken und wieder draufklicken und es saugt sich unten den Scheiß raus. Ist das nicht cool? Ach so. Man braucht nur einmal das Rezept legen, wenn man jetzt ganz viele irgendwas herstellen will,
und man hat die Rohstoffe nicht alle zusammen oder so, dann kann man die immer da unten reinpacken, erstmal. Und dann zack, 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 die alle herstellen. Wie schlau, das ist bestimmt gut für Batterien und so. Ja, genau, für Batterien und so. Und deswegen dachte ich eigentlich, wenn man so ein Teil hat, braucht man für jedes Objekt eigentlich eine ganze Table. Also teuer sind die auch nicht, wir brauchen nur relativ viel Holz. Also du brauchst halt eine Crafting Table, ganz normal, eine Crafting Bench. Dann brauchst du noch eine Chest, Holz und noch Cleanstone. Aber das ist easy peasy. Das ist echt easy peasy. Ja. Können wir eigentlich mal machen, oder? Aber jetzt halt noch nicht. Ja, aber was wir mal noch, wir sollten ja noch ein paar, ich weiß nicht, soll ich noch ein paar Bedbox herstellen? Oder wollen wir noch ein paar neue Maschinen? Ich wüsste gar nicht, was wir neue Maschinen brauchen. Brauchen wir neue Maschinen? Reicht denn unsere Energiezufuhr jetzt im Moment? Ja, die ist viel zu viel, also es ist halt noch so viel, dass die Bedboxes ratzfatz voll sind und jetzt zum Beispiel der ganze Tag schon keine Sonnenenergie mehr genutzt wird, weil die Bedboxes alle voll sind. Dann machen wir doch gleich mal noch ein bisschen Eisen hier. Wozu? Ja, einfach nur, damit wir halt ein bisschen... Ach so, da packst du Eisen rein. Nee, ich hatte nämlich gerade doch Tinschen. Lutsch, lutsch, lutsch. Das ist ein tolles Geräusch. Weißt du, wenn man lutscht, dann macht das immer lutsch, 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 lutsch. Ja. Genau. Wahrscheinlich genau so. Oh, irgendwas wollte ich doch... Ach ja, genau, Holz. Richtig, richtig. Richtig. Weiß ich wieder. Ich wollte ja oben ein bisschen Holz hin. Iron Furnace. Warum habe ich 8 Iron Furnaces? Ah, das sieht so aus, als ob ich noch ein Solar-Dings bauen wollte. Aber warum wollte ich noch eins bauen? Wir müssen doch erstmal eine Bedbox kaufen. Nein. Kenne ich das? Blau und schlau? Ich nicht. Klar, kennt man doch. Echt? Kennst du es wirklich? Mhm. Da gibt's immer so blaue Pfoten auf irgendwelchen Objekten und so. Das sind dann so Hinweise. Und dann löst er von Folge zu Folge immer irgendwelche Rätsel. Oh, das kenne ich wirklich nicht. Ist halt so eine Kindersendung. Ach, ist bestimmt so ein Wessi-Teil, was ich nicht kenne. Ein was? Eins, was aus dem Westen kommt. Ach so, ja, ganz weit aus dem Westen, Amerika und so. Ach so, na nee, gut, siehste. Nein, aber eigentlich, ich meine nicht, das kann ja gar nicht sein. Ich bin ja, wir sind ja nicht mal aus dem, wir kommen ja nicht mal richtig aus dem ursprünglichen Osten, aber trotzdem sind ja noch diese Bleibsel noch da und dadurch kenne ich auch nicht so viele Sachen, die da so daherkommen. Ja, ich habe aber, ich meine ganz andere Sachen, ich habe auch zum Beispiel nie solche Sachen wie Pokémon oder so geguckt. Oder ja, Dragon Ball Z. Schade. Es ist wirklich schade. Ich muss es. Also ich weiß nicht, ob ich es so schade finde. Ich meine, es hätte nicht geschadet, das zu gucken. Aber ich meine, ich bin mit Patterson und Findus auch ganz glücklich geworden. Richtig, richtig. Die gab es ja auch, die zwei Halunken. Die kamen aus Schweden, Norwegen, irgendwie die Ecke. Sven Nordqvist, der Autor dieser Serie oder dieser zwei Rabauken. Ja, das klingt so skandinavisch. Skandinavisch ist auf jeden Fall. Ich weiß aber gerade nicht, ob es ein Norweger. Oder Schweder. Schwede. Schweder. Fliegender Holländer vielleicht. Oder so. So. Was wollen wir jetzt eigentlich bauen, machen, fabrizieren? Wollen wir das Haus mal noch weitermachen, oder? Ja, ich habe eben den ersten Raum da wieder so ein bisschen abgerundet. Ja, stimmt. Also da wollten wir ja eigentlich sowieso mal ein bisschen Decoration reinbauen. Ja, hier ist jetzt... Ja, hier mit dieser Wand, das siehst du hier jetzt bestimmt auch. Mit den Steinen. Wie können wir das machen? Einfach Stein lassen ist auch ein bisschen komisch, ne? Wo? Na, hier unten, das ist auf jeden Fall hässlich. Also hier ist hässlich, muss ich sagen. Ich habe aber keine Axt. Ich muss mir schnell eine Axt bauen. Nö, ich hab. Easy. Ja, aber ich muss mir trotzdem mal eine Axt machen. 1, 2, 3! Müssen wir das hier ja auch abändern? Weil in der letzten Aufnahme, weiß ich nämlich noch ganz genau, da wolltest du, dass hier so ein rotes Holz ist. Echt? Das habe ich wohl, hab mir drauf plädiert. Da hast du drauf plädiert. Dein Vetorecht eingesetzt. Mein Vetorecht eingesetzt. Und ach. Jetzt, nee, das ist kacke. Scheiße. Ja, so ist das. Ich bin halt einfach reifer geworden, weißt du, über diese Woche. Ja, das ist wirklich, ne? Zeiten ändern dich. Ja, Alter, Zeiten ändern sich, mich, uns. Also. Ja. Ganz einfach. Ganz einfach. So, ich fall hier runter und sterbe derzeit. Aber ich finde nur allein mit dieser Röhre hier, oh shit. Ich sollte mein Jetpack anziehen und nicht mein Badpack. Was? Warum? Was allein mit der Röhre? Allein mit der Röhre nach oben zu traveln ist irgendwie ein bisschen doof. Oder wollen wir nicht hier noch eine Treppe irgendwo hinsetzen? Na, wir haben ja draußen... Nee, hier haben wir... Hä? Wir haben ja, hier, Mensch. Hier draußen ist doch eine Treppe, dachte ich immer. Ach ja, von draußen. Ja, genau. Aber die ist halt absolut umständlich, muss ich sagen. Ja, wirklich. Oh, hier... Oh, was ist denn hier los? Kollege, hast dich wohl verlaufen oder was? Hey, Süße! Wollen wir den. Nee, den. Was machen wir mit der mit dem? Hast du einen Fisch dabei? Nee, war. Nee, ein Apfel. Ey, nein, was willst du von mir? Was willst du von mir?
Hast du einen Fisch in der Tasche? Nein, den ist er abgehauen. Boah, ist der ultra schnell, ey. Schade. Wo ist es denn hin? Weg, es ist weg. Nein. Der war... Ach, hier auf dem Dach. Where? Where? On the rooftop. Oh, God damn it. Wir müssen mal ein bisschen höher. Ja, tatsächlich. Hier ist das Ding. Nee, das ist... Ach doch. Eine Mutter und ihr Kind. Oh. Oh, sweet beschossen. Jesus. Sacré bleu. Okay, tot. Jetzt sind es... Jetzt ist es wieder unten hier. Was ist das denn? Was ist denn das für ein Tier? Kann man das mit einem Tree-Tab bearbeiten? Nein. Also du kannst es melken damit. Das Böse ist ja, musst du dir vorstellen, du steckst das Ding da ran und dann soll da was rauslaufen. Das ist relativ brutal. Also jeder Tierschutzverein wird dich jetzt... Oh, 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 was tust du da? Ich wollte es melken, aber es ging nicht. Ich mache jetzt eine Fackel dran. Oh, wenn das irgendjemand von der WWF oder von Peter oder so sieht, ne? Nein, geh zurück. Och Mann, ich wollte dich gerade einsperren. Mano. Lässt dich nicht mal einsperren, dieses Tier. Diese Ozelot. Diese Katzenvorstufe. Ja, Katzenvorstufe. Oh, hier oben ist es, jetzt ist wieder unten. Es rennt die ganze Zeit auf und ab. Also ich chill mich mal voll krass in unseren Chill-Area-Bereich hier vorne. Warte mal, man kommt ja auch nicht auf die Bank drauf. Ach so, in diesen kleinen Zwischenraum, ne? Ja, aber das geht nicht. Das ist uncool. Nee, wir müssen jetzt mal echt mal was machen. Also... Stimmt, man kommt echt nicht auf die Bank drauf. Ja. Wollen wir... hier eine, ja, ich weiß nicht, wollen wir denn hier jetzt noch eine Treppe reinbauen oder nicht? Wäre eigentlich ja sinnvoll. Eigentlich schon, Dude. Dass wenn man dann hier vielleicht hinten in der Ecke so eine kleine Treppe reinbaut. Ey, dann lass das mit voll Geheimtüren so machen, wisst ihr? Mit Pistons und so. Wow, warum ist hier eigentlich so ein Hohlraum? Ach, wegen Gravel. Ja, das könnte man eigentlich echt mal machen, oder? Das ist voll easy peasy. Ey, haben wir Slimes? Aber ich hab. Muss ich mal schon nach Hause flattern? Keine gesehen. Ich hol mal Slimebälle. Slimebälle. Slime, 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 Slimebälle. Ich grab haben schon mal Richtung anderen Raum. Redstone haben wir ja hier, das ist gut. Dann brauche ich ja nur noch... Jetzt muss ich aber da hochgehen, Mann, ich bin so unkoordiniert. Und was ich noch ganz oft gelesen habe, dass alle sich Sorgen machen, dass wenn ich wieder an meinem eigenen Haus wieder weitermache, dass man ja dann das gar nicht mehr sieht, weil wir ja immer im Wechsel aufnehmen. Keine Sorge, wir lassen uns dafür schon was einfallen. Also ihr werdet nichts verpassen. Im Moment ist es ja so, dass wir wirklich hier zusammen, also an Eiches Haus arbeiten. Dadurch eigentlich niemand irgendwas verpasst. Ah, 3 Slimebälle, wir brauchen nur 2. Aber sobald es dann dazu kommt, dass wir wieder im Prinzip jeder an seinem Haus weiterarbeitet, was ich jetzt noch nicht sehr nah absehe, weil ich echt schon noch Bock haben will, was da noch mit aufzubauen bei Eike. Und vor allem dann den Geothermal-Dingsbums, den können wir ja dann auch erstmal noch bauen. Der wird ja auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Boah, haben wir viele Rohstoffe hier. Mist, das ist ja... Destivision, macht euch mal keine Sorgen, wir lösen das schon ganz clever nachher. Keine Sorge. Ich weiß zwar ganz ehrlich selber auch noch nicht genau, wie wir das jetzt machen, ob wir dann wirklich einfach hier beide aufnehmen oder so, aber das werden wir alles noch intern besprechen. Auf jeden Fall, wir erklären das. Keine Sorge, Leute. So, Slimebälle. Den Rest hast du eigentlich da, ist ja relativ billig, so ein Pisten. Müsste irgendwo alles in der Kiste liegen, Steine, ja. Holz... Dies, das. Und dies, das, dies, das, dies, das. Oh, dann müssen wir vielleicht echt mal nächste Folge vielleicht gucken, dass wir eine Nahrungsquelle irgendwo herkriegen. Das ist eine gute Idee. Das wäre wirklich sehr praktisch, muss ich mal wirklich so dich loben, auf diese Idee gekommen zu sein. Weil wir haben ja einfach echt gar nichts. Nothing. Nothing haben wir. Nothing. Das ist echt eigentlich wirklich uncool. Ist eigentlich voll assi, muss ich sagen. Ja, voll asozial, Mann, dass wir kein Essen haben. Gibt's ja gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Ja, yeah. Yeah, gibt's gar nicht. Es gibt so einen Song, ne? Ja, Mann. Ich weiß aber. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Oh, okay. Aber das Original war, glaube ich, auch irgendwie anders. Meinst du? Ja, ich glaube, ein bisschen. Wirklich? Also, ich bin immer davon überzeugt, dass es wirklich so eine Scheißlieder gibt. Ach so! Ja, das ist halt inspiriert von dem American Hip-Hop-Song. Und, das Original war ein bisschen anders. Oh Mann, aber komm. Das genau kenne ich auch gar nicht, aber das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ich komm nie in diesen scheiß Raum rein, bring mich nur mal selber um, ey. Mit der Röhre? Ja! Das ist so uncool. Wir müssten am besten ganz viele Röhren nebeneinander stellen, die jeder einzelne in den verschiedenen Höhen geht. Weißt du wie? Das würde auch gehen, ne? Ja.
Würde mehr Sinn ergeben. Also, mehr Sinn. Wie Seesinn. Ah, badumts. Badumts. Seesinn. Ah, what's that? Gravel. Gravel überfällt mich. Ach, und was ich auch gelesen habe. Oh, ich lese immer so viel. Wir sollen mal. Ich hatte noch Enchanted Books, glaube ich, hieß es, bei uns im Haus, bei mir im Haus, wie auch immer. Ich weiß aber bis heute noch nicht genau, wie ich es immer nennen soll. Ja. Und da gab es das Buch Silk Touch. Das heißt, wir sollten mal eine Dingsbums auf Silk Touch machen, sodass wir die Diamond-Dingsbums, die Diamond-Ores als Ohr abbauen können und dann in den Maserator packen können. Und dann kommt nämlich mehr davon raus, heißt es. Davon bin ich nicht ganz überzeugt, aber wir könnten Fortune mal Verzauberung uns ranholen. Fortune, ja. Fortune. Man den Fortune fragen. Ja, deswegen, also seitdem ich mir diese. Aha, died. Died, motherfucker, died. War dann ein Creeper irgendwo? Nee, Zombie-Pikmin. Warum klang der wie ein Creeper? Ach so, du hast was. Nee, ich hab. Meine Ingame-Sounds sind so leise. Scheiße, die sind wirklich ultra leise. Die hört ja auch keiner. Niemand hört die. Jetzt hört man die. Als hört man auf die Geräte. Warum ist denn das so leise? Ich stell's mal lieber so niedrig, weil nachher ist dann Aufnahme wieder. Ach, weil hier ein Creeper rumrennt. Oh, okay. Oh. Ich wollte Redstone, brauche ich. Dann brauche ich. Wie machen wir? Wie öffnen wir das mit dem Hebel, mit einem Button? Ne, mit dem Hebel am besten. Wäre vielleicht das cleverste. Hebel ist gut, ja. Ja, Hebel ist gut. Hebel ist gut, Knut. Guti, Knuti. Ich muss den Creeper ein bisschen vom Haus weglaufen. Tutti Frutti, wo kommt eigentlich Tutti Frutti her? Ist das nicht auch irgendwie so ein... Tutti Frutti ist es nicht... Tutti Frutti ist so eine, ja, eine sehr schlüpfrige Sendung im deutschen Fernsehen gewesen. War, stimmt. Warum, was bedeutet schlüpfrig? Was es bedeutet? Ja. Ich bin so ungebildet. So sehr anziehend, hautfarbend, erotisch. Ah, jetzt. Hautfarben. Ja, das ist... Schlüpfrig, na gut, ja, jetzt leuchtet es auch wieder ein. Also es brennt gerade in meinem Kopf, muss ich sagen. Oh. Es leuchtet. Your head is on fire. Your head is on fire. Ich brauche Refined Iron. Haben wir Refined Iron irgendwo? Oh, yeah, buddy. Da ist es. So, Beatbox. Kannst du Beatboxen? Beatboxen? Das war gerade mein billiger Abklatsch von Beatbox. Ja, ich kann das leider auch nicht. Oh, aber gut. Ah, so. Cool, Alter! Jetzt hab ich mir einen Mining Drill gebaut. Wir brauchen jetzt noch Cleanstone, das habe ich sogar hier. Warte. So. Basic Drill. Hast du deinen Mining Drill noch irgendwie aufgepimpt mit Diamanten? Ja, ne? Ach nee, wir müssen die Holz haben. Ja, das ist ein. Ich hab einen Diamond Drill. Diamond Drill. Ach, du machst gerade einen Drill? Das ist sehr cool. Ey, weißt du, alle Menschen, die einen Drill haben, sind cool. Das ist so ein... Ich habe mir gerade einen gebastelt. Aber wir haben jetzt keine Diamonds mehr, das ist das Problem. Ach so, naja, whatever. Müssen wir uns halt mal Fortune holen. Fortune, los, krampf uns Diamanten raus. Nee, seitdem ich das mit den Zauberdingsbums mal... Ich habe mit meinem Bruder habe ich eine Dingsbums-Welt angefangen, eine Vanilla-Welt. Einfach so aus Gag und Langeweile und Spaß an der ganzen Sache. Und da haben wir die ganzen Fortune-Zaubereien dann noch angefangen, also ganz viel Zaubereien noch angefangen, weil wir immer extrem viel leveln. Und seitdem finde ich den Namen Fortune voll cool, weil ich da vorher noch nie auf das Wortspiel gekommen bin. Das mir noch nie in den Sinn kam. Mit Fortune? Das Fortune-Glück. Vorsichtig gefragt, du kennst den Rapper? Ja, klar kenne ich den. Ah, gut. Ich wollte gerade sagen. Weil Zander sagt das auch immer, hey, Fortune, dies, das. Aber er kennt den Rapper nicht. That's sad, but true. Ja, das ist natürlich echt immer ein bisschen doof. Aber naja, du weißt ja wieder Zander. Ey, los, komm hoch. Ich zeig dir mal voll was Krasses, ey. I'm on my way, ey. Seid ihr fertig? Also, nein, noch nicht. Ich muss dem erst was zeigen. Betätigen Sie nur den Hebel. Yeah, buddy. Das Problem ist, die Treppe muss noch da hinten versetzt werden. Brauchen wir nicht noch einen Hebel auf der anderen Seite, um... Na, das können wir auch noch machen, ja, das können wir auch noch machen. Aber egal, lassen wir erstmal so, das ist schon... Ist jetzt Duster bei dir? Nee, hier ist hell, hier ist eine Fackel drinne. Ach so. Ja, jetzt ist da. So, ne, hier war sowieso auch davor noch einer. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für diese heutige Folge. Ich hoffe, wir hören uns, sehen uns morgen wieder auf Eikes Kanal. Yeah.
Und deswegen bis morgen. Peace out. Auf Wiedersehen. Ciao.